Und damit willkommen zurück zu Commander Conquer 3 Tiberium Apocalypse im Live-Let's Play auf zur Stadtmauer von Sydney. Ich glaub's nicht, was Sie getan haben. Und ich glaube es einfach nicht, dass Sie meine Entscheidung anzweifeln. Sie hat uns verraten, ich wusste es. Ich habe niemanden verraten. Ich habe die Bruderschaft gerettet. Die Invasoren waren zu zahlreich und zu stark. Die GDI-Truppen sind genauso chancenlos wie wir. Wir sollten uns das endlich eingestehen. Ich hatte keine Wahl, als mit einem verzweifelten GDI-Commander zu paktieren. Wir verteidigen mit ihnen ihre Basis in Sydney. Wie kann sie der GDI nur trauen? Wenn diese Basis fällt, rechne ich mit einem Truppenabzug der GDI. Und wir können mit unseren derzeitigen Mitteln das Land nicht halten. Es ist in unserem Interesse, die... Das ist Verrat! Kane verhandelt nicht mit der GDI. Kane ist tot. Das ist doch genau das, was Sie wollten, oder? Was ich will, ist ein funktionierendes Arsenal von einsatzbereiten Aurora-Waffen. Und während Nord bei der Verteidigung der GDI-Basis hilft, stehlen wir ihnen die benötigten Startcodes für die Gefechtsköpfe, die wir ja schon erbeutet haben. Hören Sie, Commander. Eine formelle Allianz mit der GDI ist unorthodox, ich weiß. Aber zurzeit sind die Invasoren viel gefährlicher als die GDI und ich bin davon überzeugt, dass Raketen die einzige Möglichkeit sind, sie abzuwehren. Alles hängt von Ihnen ab, Commander. Okay, Ihr Plan ist also nicht total verrückt. Wer soll das nur begreifen? Wir verteidigen eine verfluchte GDI-Stadt gegen die Aliens. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Schlimmer geht's nicht. Okay. Ich denke, der Plan ist, wir helfen der GDI gegen die Invasoren und besorgen uns die Aurora-Waffen-Startcodes. Und dann jagen wir die GDI zur Hölle, nachdem wir die Aliens erledigt haben, die aber doch auf unserer Seite stehen. Macht das Sinn? Natürlich nicht. Weiber. Ach, gut. Das schaffen wir schon. Ionenablink geortet. Feindliche Einheiten in Sicht. Wahrhut, empfange Nachricht. Die GDI wird von den Invasoren überwältigt. Die Zerstörung dieser drei Ziele wird die Aliens empfindlich schwächen. Achso, ja. Die Aktivierungscodes der gestohlenen Rein da! Ausbildung. Geheimdienstdaten aktualisiert. Die Bruderschaft vertraut. Scanner in der Nähe. Geleitet zum Ziel. Seien Sie beim Ausbau des Stützpunkts vorsichtig. Alle Gebiete jenseits unserer Ausgangsposition sind unsicher. Einheit wird... Der Allianz mit der GDI. Wow. Sowas hätte Kane nie zugelassen. Killian verhandelt mit diesen verdammten Narren, anstatt sie einfach zu neutralisieren. Geleitet zum Ziel. Ungeeigneter Bauplatz. Das feindliche Einheiten ausgehalten. In Sicht. Ungeeigneter Bauplatz. Baut. Nur ein bisschen. Was gibt es? Kann ich irgendwie helfen? Ich brauche diese doofe Landeplattform. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Neue Bauoption. Carry-all. Befehl erhalten. Und dann komplett ignorieren, dass es die gibt. Carry-all. Stealth-Panzer einsatzbereit. Carry-all ist unterwegs. Feindliche Einheiten in Sicht. Sammler wird angegriffen. Wartestellung. Ist mir egal. Geleitet zum Ziel. Aufpassen. Mehr Raketen! Macht sie fertig! Scanner in der Nähe. Löschen sie aus! Feindliche Einheiten in Sicht. Bau unterbrochen. Neuer Kurs? Das war seltsam. Ich höre. Gebäude besetzt. Einsatzziel erreicht. Jetzt wird Carry-all einsatzbereit. Roger. Transport? Unzureichende Mittel. Nähere mich Ziel. Wir bringen euch hin. Vertrauen Sie mir. Gebäude besetzt. Arm
arbeiten und wir rein zusammen. Da. Ich kann Ihnen helfen. Gebäude besetzt. Gebäude verkauft. Bonusziel erreicht. Unsere Befehle. Es wird geerntet. Die haben ja keine Ahnung. In Bereitschaft. Einsatzbereit. Einheit wird angegriffen. Raketen klar machen. Feindliche Basis in Sicht. Einmal verloren. Feindliche Einheiten in Sicht. Bereit. Na, geht auch da rein. Avatar bereit, dachte ich mir. Ja. Vorwärts. Das ist ja nicht eklig, ne? Wir mussten das nur zerstören und das war's dann auch schon wieder. Avatar. Ja. Jetzt! Stealth-Panzer einsatzbereit. Ja, warum fährst du näher ran? Wozu? Das Portal ist erledigt! Weiter, vorwärts! Was? Waffen initialisiert. Die haben ja keine Ahnung. Was ist denn jetzt passiert? Feuer! Nur darauf geschossen. Betriebsbereit. Avatar. Natürlich. Niemand Avatar bereit. Ah. Oh Gott. Au, au, au. Sie sind unerbittlich. Einheit ja. Wird angegriffen. Schmerzen. Aufsehen! Die haben ja keine Avatar. Stealth-Panzer einsatzbereit. Wir schleichen uns an. Initialisiert. In Wartestellung. Rücke vor. Waffen initialisiert. Ich wollte gerade fragen, wo habe ich die denn her, aber ja. Dann habe ich mich wieder erinnert. Ich warte. Feindliche Basis in Sicht. Stealth-Panzer. Macht sie fertig! Ganz leise. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit verloren. Feuer! Rücke vor. Initialisiert. Natürlich. Macht sie fertig! Das muss weg. Schön ruhig. Betriebsbereit. Eliminieren. Aufpassen. Auf sie! Einheit wird angegriffen. Yes. Feindliche Basis. Einziger Nachteil an denen ist, die halten natürlich absolut nichts aus. Geleitet zum Ziel. Macht sie fertig! Aber deren Schaden ist, macht's einfach, keine Ahnung. Jetzt. Komplett. Kampfsequenz aktiv. Feindliche Einheiten in Sicht. Die haben ja keine Ahnung. Auf sie! Stealth-Panzer einsatzbereit. Jetzt! Einheit wird angegriffen. Wir verstecken uns dort. Geleitet zum Ziel. Macht sie fertig! Jetzt! Macht sie fertig! Einheit verloren. Stealth-Panzer einsatzbereit. Auf sie! Da kommen noch ein oder zwei Schüsse und dann war's das. Jetzt! Dann sogar noch mehr. Initialisiert. Angriff. Ja. Gut. Das Gateway ist zerstört. Schickt die Artillerie. Das Gateway ist zerstört. Schickt die Artillerie. Ich weiß nicht, warum das doppelt kommt. Gute Arbeit. Ja gut, das war's, ja. Mit der Mission. Und das war's auch mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir hören uns bei Downtown ZNA in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Chirio.